Hallo und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Nostalgie-Projekt mit meiner Wenigkeit. So, es geht weiter, wir tanken ab. Der wurde hier gerade blockiert. Das ist aber kein Problem. Jetzt ist er wenigstens hier erstmal leer. Hampf wird, denke ich mal, schneller voll werden. Mal gucken, ob wir da nach hinten ankommen. Ah ja, hat erst angefangen, sehr schön. Der hat erst angefangen. So, bitte hier so hinstellen. Dann, sag mal, warum macht denn der den scheiß Nevomat nicht? Nein, was ist los? Jetzt. Braucht halt immer Ewigkeiten, um anzufahren. Ah, der wäre jetzt fast wieder voll gewesen, deswegen gut, dass wir ihn abtanken. So. Wunderbar. Gut, hier hinten wird es halt schmaler, hier vorne wird es dann halt noch ein bisschen breiter, sehr klassisch. Mal gucken, ob er das erkennt. Oder aber dann hier unten, obwohl, ne, der wird jetzt hier, der wird unten irgendwann aufhören. Und dann melden, ja, fertig, weil er es nicht erkennt, leider Gottes. Den Rest können wir eigentlich wegrubern, da können wir eigentlich schon mal hier den Großen hinschicken. Nicht wundern, der steht jetzt hier. Der steht halt hier ein bisschen rumexperimentiert. Holen wir den jetzt erstmal zurück. Und den Gruber da dran, dann soll der schon mal anfangen mit Grubbern. Das ist eigentlich. Boah, leck am Arsch, du. Gottes Willen. Was sagt uns hier unsere Verbindungsqualität? Ja, gut, geht eigentlich. Leckt halt der allgemeine bitte. So, Gruber. Oder, ach ne, das war eine Direktzeit, wir brauchten keinen Gruber mehr, ne? So rum war das. Ja, dann können wir eigentlich schon gleich wieder neu ansehen. Auch angenehm. Obwohl, ne, halt, da müssen wir erstmal kurz gucken. Wachstum, Bodenbeschaffenheit aus. Okay, braucht aber auch keinen Kalk, was auch vom Vorteil. Gut, nee, dann müssen wir erstmal normal ruhig. So, na gut, und ab hier meldet er jetzt, bin fertig. Dann werden wir manuell neu ausjustieren hier. Dann nochmal abdanken. Ich war mir jetzt gerade noch relativ unsicher bei der Saatmaschine. Ah, doch, die hat ja Düngefunktion mit dabei. So. Aber zum ersten Dünger, dann ansehen. Da haben wir zwei, dann Pflanzenschutz drüber und dann fertig aus. Aber warte mal, wenn du gleich hier bist. Warte. Dankeschön. Sehr gut. Gerade pünktlich gekommen. Gerade so pünktlich gekommen. Was? Nein, relax. Direktzahl ohne Höhungs Grubern, genau. Aber ne, die hat keine Düngefunktion. Gut, also müssen wir das vorher so oder so machen. Also halt nur doof. Da wären wir doch ein Gerät.
Wir müssen die Maschinen bald mal waschen. Die sehen ziemlich verdreckt aus. Da kommt jetzt noch an, wie oft ich jetzt den Helfer da neu justieren muss. Weil dadurch, dass es jetzt hier hinten wieder so wird, wie es wird, da lässt jetzt ja noch einiges stehen. Weil wenn wir die Dinger jetzt hier untergrubern, ist das jetzt nicht das Problem. Die gelten dann automatisch, also die Stellen gelten automatisch als gedüngt. Ah, der zieht da noch durch, das passt so weit. Was macht der andere Helfer? Der fährt gut. Gut, gut. Alles so wie es sein soll. Und das sieht jetzt natürlich sehr eigen aus. Achso, das ist das, was er stehen gelassen hat. Und dann ist das schon mal das letzte. Oh Gott. Dann mache ich jetzt hier gleich mal einen Bogen. Kümmern wir uns dann nach und drum. Obwohl, er zieht ganz schön weit rückwärts. Vielleicht erkennt er doch irgendwas. Wir lassen den Helfer einfach mal machen. Mal gucken, was er erkennt. Mal gucken, was er erkennt. Er wendet irgendwie. Irgendwie auch nicht. Es gab auch noch keine Meldung, als wäre gerade Arbeit beendet. Aber jetzt steht er wieder dahin. Ja. Was macht er? Och, Leute. Halbwegs gerade hier. Er steht einfach nur, oder wie? Okay, er steht einfach nur. Okay, gut. Ist in Ordnung. Kümmern wir uns sofort drum. Scheinbar hat er dann doch nichts mehr erkannt. Wir müssen jetzt hier eh gleich eingreifen, weil ich komme jetzt zu weit rüber. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal abgetankt werden muss. So, kurz den hier aus. Kurz hier rüber. Ja, hat die Arbeit beendet. Okay. Rum, hier rum. Das wieder wegmachen. Ich muss da vorne noch nehmen, so noch 10%, die wir ja noch ausschlagen können. Wäre schade drum, wenn wir es einfach stehen lassen würden. Weil hier so die paar Flecke da vorne, das ist egal, aber jetzt haut er in so schön wieder gleich wieder sein Gelümpel drauf. Wenn hier die paar Dinger, die hier rumstehen, das ist relativ, aber jetzt solche großen Mengen ist eher suboptimal. Und ja, ich bin gerade durch die Feldspritze halbwegs durchgefahren, weil sie keine Kollision hatte, hatte ich Glück gehabt. So, aber damit ist Hanf offiziell fertig. Da ist auf jeden Fall einiges rausgekommen. Halleluja. So.
der steht. Dann müssen wir mal kurz. Ich weiß gar nicht, kann ich den jetzt hier einfach drauf ansetzen? Ich setze ihn einfach mal drauf an, mal gucken, was passiert. Mehr wie verschwenden kann er es nicht. Dann haben wir das Weizenfeld an Ötlei fertig. So. Weil der wird jetzt halt all glatt geradeaus durchziehen, was ja in dem Sinne eigentlich auch richtig wäre. Aber wir müssen ja hier den Bogen noch bewahren. Oh gut, fährt der andere wieder? Ja, der fährt wieder, sehr gut. Also so weit beschädigt sind die gar nicht. Also hier 19%, das geht eigentlich alles vollkommen klar. Drescher wollte ich mir nochmal angucken, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Man hat irgendwie das ist wohl so das neue Feature im 19er mit gewesen, ne? Also mit Schaden, also Abnutzung in dem Fall. Also richtig drauf achten tut man halt auch nicht, ne? Das ist halt so, irgendwann fällt es einem ein, dass man das vielleicht mal machen sollte. Weil sonst halt eine Erntertrag und KMH und sowas. Und sowas merkt man sehr. Aber ansonsten. Boah. Wo ging es denn hier? Hier rumdrehen, der ist ja mittlerweile. Ah, da steht eigentlich schon wieder ganz gut. Wartet mal. Come on. Obwohl, nee, passt. Der dürfte eigentlich so schnell nicht mehr voll werden. So, bleiben wir noch hier. Das ist noch ein kleiner Abschnitt. So. Über. Flecke sind dann auch egal. Wunderschön. Gut, sieht zwar alles ein bisschen aus, wie es halt aussieht, aber man erkennt halt, ich habe gespielt. Aber warte mal, hier passt eh nicht mehr so viel ran. Wir müssen erst mal vor. Wie sieht denn das hier aus vom Kontern-Kern? Ja, geht eigentlich gut. Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Peace.